Und deshalb gehen wir davon aus, dass dieser Altcoin den Bullenmarkt 2024 dominieren wird. Der Kryptomarkt stieg in den vergangenen 2 Monaten rapide an. Jetzt ist der Preis auf einmal getankt und bewegt sich nicht mehr nach oben. Woran liegt das und wann werden wir den nächsten Aufschwung sehen? Der Bitcoin hat einen gewaltigen Startschuss im Oktober abgegeben. Vor genau 2 Monaten ging es los und der Preis stieg seitdem rapide an. Doch dann fiel der Preis jetzt in den letzten 1 bis 2 Wochen um rund 10% ab und erholt sich seitdem von diesem Absturz. Wird es jetzt weiter nach oben gehen oder sehen wir die erste große Korrektur? Und natürlich wollen wir auch wissen, welche Altcoins outperformen den Bitcoin und mit welchen Altcoins kann man heutzutage in diesem Bullrun am meisten Geld verdienen. Wir gucken uns zunächst einmal den Bitcoin an, um genau zu verstehen, wie es beim Bitcoin weitergeht, und dann gucken wir auf die Strukturen, die wir jetzt gerade beobachten können in den Altcoin-Märkten, und zum Ende hin zeige ich euch den besten Altcoin für diesen Bullrun. Wir starten rein. Wir haben beim Bitcoin gesehen, dass der Preis hier abgefallen ist auf rund 42.000 US-Dollar. Das sind rund 2.600 unter dem All-Time-High dieses Jahr, und wir sehen hier schon, dass der Preis noch etwas zu gehen hat laut unserer Prognose. Er ist ja schon in diese Zielbox hier rangelaufen, also rund 10% nach unten. Und jetzt denken wir, dass der Preis nochmal mindestens auf dieses Level von 37.000 US-Dollar laufen wird. Also nochmal so 16% vom Hoch runter korrigiert. Vom aktuellen Stand sind das nochmal 10%, wie wir hier runtergehen werden. Und danach sehen wir erst die Bewegung nach oben. Der Preis läuft immer noch genauso, wie wir uns das vorstellen. Vermutlich in Richtung dieser B hier gerade. Und da wollen wir natürlich jetzt auch verstehen, wann diese B möglicherweise enden könnte. Der Winter ist da und unsere Mitgliedschaften sind jetzt limitiert reduziert um bis zu 40%. Also schaut doch gerne mit dem ersten Link in der Videobeschreibung vorbei, wenn ihr auch unsere Analyseideen zu euren Werten haben wollt. Diese Bewegung, die wir hier als B gekennzeichnet haben, hat natürlich auch Unterbewegungen. Und wir haben jetzt hier eine These, dass der Bitcoin hier möglicherweise noch ein bisschen zu gehen hat nach oben. Wir haben ja gesehen, wir hatten hier vermutlich diese Bewegung und dann kam hier eine B jetzt nach unten. Und jetzt sehen wir hier, wir kriegen eine grüne Kerze. Das könnte jetzt eine Konfirmation sein, dass wir nach oben gehen werden, dass der Bitcoin-Preis jetzt hier nach oben gehen wird. Allerdings wird das nur ein Fakeout werden. Der Preis kann hier auch überschießen, also nochmal ein neues Hoch ausbauen, über 44.000 US-Dollar. Aber wir denken noch nicht, dass der Preis dann final fertig ist. Wir denken, dass der Preis zwar hier ein neues Hoch möglicherweise ausbaut, 45.000 US-Dollar drin ist, aber man sollte vorsichtig sein, denn danach folgt eben diese Welle C hier nach unten und diese C-Bewegung wird dann nochmal auf unter 40.000 US-Dollar runterbrechen, denn dort ist die Liquidität, die der Markt versucht abzugreifen. Und wir werden dann sehen, dass der Preis hier einen schönen Reversal rausbauen wird. Persönlich werden wir erst hier einsteigen, also sobald wir in dieser C-Box sind. Das Ganze kann sich noch durch den ganzen Dezember ziehen. Vielleicht kommt zum Ende hin des Jahres dann der finale Anstieg nach oben hin. Denn wir haben auch ein Event jetzt gesehen, was noch in Zukunft relevant sein wird. Und zwar die Zinsen sind weiterhin gleich geblieben. Also der Leitzins wurde von der Fed nicht gesenkt. Das ist ein Indiz dafür, dass wir noch ein bisschen abwarten müssen, bis die nächsten Zinssenkungen kommen. Ein viel wichtigeres Event, das Event des ETFs, die möglicherweise Bekanntgabe des finalen Bitcoin-ETFs jetzt hier im Januar stattfinden kann, und dann könnte der Preis richtig nach oben gehen. Also wir können hier den 9. Januar möglicherweise als Zielfenster nutzen, um hier ungefähr eine zeitliche Prognose abzugeben. Aber davor wird der Preis garantiert nochmal runtergehen und vermutlich über die Festtage dann auch nochmal ein bisschen korrigieren, damit wir hier möglicherweise die Chance haben, mit Beginn des ETFs und den großen Investments, die dann reinzufließen, günstigere Preise abzukaufen und natürlich dann hier auch günstiger einzusteigen. Das ist das, was hier persönlich von uns als These propagiert wird. Wir denken also, dass das hier richtig ist. Jeder kann sich darüber natürlich seine eigene Meinung bilden. Aber jetzt ist eine Sache viel wichtiger, und zwar, dass die Altcoins natürlich selbstverständlich stärker ansteigen werden als Bitcoin. Denn selbst wenn Bitcoin jetzt Richtung 100.000 schießt, dann wäre das gerade mal ein 2x oder etwas mehr. Aber bei Altcoins hat man natürlich viel mehr Potenzial, weil sie viel niedriger im Preis liegen und auch bis jetzt viel weniger Investments gesehen haben. Wir springen jetzt direkt mal rein zu Solana, denn Solana ist einer der Altcoins, die mit am stärksten gepumpt sind in den vergangenen 2 Monaten. Wir gehen jetzt davon aus, dass bei Solana auch hier ein Top drinnen war und dass wir bei Solana jetzt hier diese dritte Bewegung nach oben abgeschlossen haben und jetzt hier auch schon am Korrigieren sind. Wir haben hier 2 mögliche Alternativen. Entweder ist hier das Top drinnen gewesen und wir korrigieren seitdem schon, oder wir sehen jetzt hier, dass die B abgeschlossen ist. Overshooting, das ist natürlich die Sache bei Solana, dass der Preis immer sehr stark ansteigt, hier überschießt, und dann sehen wir natürlich,
dass der Preis jetzt aber auch etwas abgefallen ist. Wir sehen eine Sache, die etwas anders ist als beim Bitcoin. Der Preis hat es geschafft, hier nochmal ein neues Hoch auszubauen. Das liegt einfach daran, dass Solana sehr viel Volatilität erfahren hat, also sehr starke Kursschwankungen erfahren hat in diesem Bullrun bis jetzt. Aber wir gehen auch hier davon aus, dass der Preis vermutlich noch einmal runter korrigieren wird in eine Preiszielzone von der Welle C, die wir natürlich auch hier gerade sehen, also diese C-Bewegung, von der ich eingehend gesprochen habe. Die hat hier eine Zielbox, aber ganz klar, der Preis kommt nicht mehr so tief, das ist einfach unrealistisch. Wir denken hier, dass dieser grüne Bereich am realistischsten ist für einen möglichen Preisabfall. Etwas in diesem Levelbereich am tiefsten, $61,85, das ist das tiefste, was wir hier vermutlich sehen werden. Und dann haben wir natürlich eine optimale Trendwende, denn wenn der Preis es schafft, hier drin nochmal runterzukommen und dort dann zu drehen, dann ist es natürlich sehr optimal für uns, denn dann haben wir nochmal deutlich bessere Einstiege, die wir erhalten können, als die, die wir jetzt haben. Vor allen Dingen, wenn wir darüber nachdenken, dass dann danach eine Welle 5 kommt. Die wird aber auch nicht so stark ansteigen. Die Welle 5 ist eine wichtige Welle zwar, aber sie steigt auf keinen Fall so stark an, wie hier diese dritte Bewegung, die wir gesehen haben. Sie wird auch nochmal vielleicht 100% ansteigen, aber nicht so stark, wie wir es jetzt gesehen haben in den vergangenen 2 Monaten. Aber danach ist eine wichtige Sache, und zwar, wir werden eine große Korrektur nochmal sehen, bevor es so richtig abgeht in Richtung des Bitcoin-Halvings, denn das wird auch noch ein wichtiges Event, was wir im April 2024 sehen werden, denn in genau 4 Monaten werden wir dann erkennen können, wie viel Potenzial hier die Altcoins wirklich auf den Tisch legen können. Ganz wichtig ist, dass es aber noch Altcoins gibt, die definitiv noch stärker ansteigen können, als Solana es hier getan hat, also auch noch um stärkere Prozentzahlen, und deshalb wollen wir natürlich herausfinden, welcher Altcoin das sein könnte. Wir springen jetzt zu einem Altcoin, der es geschafft hat, in den vergangenen Wochen ebenso stark anzusteigen und vermutlich noch mehr Potenzial auf den Tisch bringt. Das ist der Altcoin namens VeChain. Dieser Altcoin ist gepumpt auf über 4 Cent. Das hört sich nach nichts an, aber wir sind gestartet bei rund 1,9 bzw. 2 Cent. Der Preis hat es hier geschafft, in den letzten Tagen verdammt stark anzusteigen bzw. sogar heute hier ein neues High auszubauen. Das ist natürlich interessant, weil das haben wir bei anderen Altcoins nicht so gesehen. Aber wir haben ja gerade gesagt, dass VeChain möglicherweise stärker ansteigen wird als andere Altcoins. Und wir sehen, dass der Preis auch hier seit dem Tief bei der roten Linie sehr massivst angestiegen ist. Und wie gesagt, VeChain hat es geschafft, jetzt seit Oktober, also seitdem wir hier diesen Pump gesehen haben, bis hierhin unfassbare 158% anzusteigen. Das hört sich nach viel an, aber wir denken, dass bei VeChain noch deutlich, deutlich mehr drin ist, dass VeChain noch mehr Potenzial hat, als wir es bis jetzt gesehen haben. Denn VeChain hat noch underperformed in dem, was wir eigentlich dachten, wie es performen würde. Wir sind davon ausgegangen, dass der Preis noch stärker steigen würde. Natürlich haben wir hier unsere Prognose richtig gesessen. Also wir sind über die 3 Cent hinausgegangen, wie wir es damals gesagt haben. Aber wir denken, dass VeChain im Multijahreschart noch mehr zu bieten hat. Und deshalb gehen wir davon aus, dass dieser Altcoin den Bullenmarkt 2024 dominieren wird. Wir haben nämlich hier die Zielbox zwischen 45 und 76 US-Cent. Das hört sich, wie gesagt, nicht nach viel an, aber wir befinden uns nur bei 3 US sind. Das heißt, es sind locker mal 20x hier drin, also 2000% Kursanstiege. Wir schauen uns das Ganze an, nach oben hin. 1300 im schlechtesten Fall und im besten Fall 2300 knapp. Also wir haben hier richtig viel Potenzial bei VeChain und wir werden dieses Allzeithoch bei 28 US Cent locker durchbrechen, und deshalb ist unserer Meinung nach VeChain bzw. auch VTOR, was im gleichen System ist, mit der beste Altcoin für diesen Bullrun, der jetzt auf uns zukommt. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, würde nochmal hinweisen auf unsere E-Mail-Adresse bullishimpulsemanagement@gmail.com. Dort könnt ihr uns gerne Kooperationsanfragen schicken, wenn ihr die habt. Vielen Dank.